Der Mann, der langsam wieder eine ernstzunehmende Frisur hat, ist zurück, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der 0% Level, dem Format, wo wir alle herausfinden, ob die neu hochgeladenen Level was taugen oder nicht. Und wir spielen als erstes das Level von Federkurt. Renne so schnell du kannst. Gas, Gas, Gas heißt das Level. Wir schaffen das. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Okay, es ist auf jeden Fall die höchste Scrolling-Geschwindigkeit. Und, weil er mir den Anfang des Parts so versaut hat, gebe ich 0 von 5 Hundefutterdosen. Okay, dann wollen wir mal schauen, was dieses Level kann von einem Japaner. Ich habe das Gefühl, die japanischen Level haben wir noch gar nicht so viel gespielt. Das sieht nämlich vom Thumbnail sehr interessant aus, finde ich. So, das sind auf jeden Fall hier. Geil. Sich bewegende Plattform. Das ist irgendwie wie so eine Art fahrender Zug oder so. Bloß man muss einfach instant hier loshüpfen, ne? Genau. Und jetzt bin ich am Arsch. Ich muss einfach nur da oben stehen bleiben und wahrscheinlich nichts mehr tun. Okay, wir bleiben jetzt hier stehen. Und ich habe eine ganz böse Befürchtung. Ja. Es ist kein guter Start. Komm schon, jetzt wenigstens ein Level, was mindestens eine 3 von 5 wird. Die Summer Winter World. Come on. Es wird ja auch hier langsam Herbst, ne? Wir haben den heißen Sommer hoffentlich bald hinter uns. Ich hoffe, ich muss dieses Jahr keine Temperaturen mehr höher als 25 Grad sehen. Das wäre wunderschön. Und passend dazu spielen wir jetzt hier dieses Summer Winter World, die jetzt einfach ein richtig, richtig geiles 0% Level ist, ne? Was richtig Spaß macht, was mit kreativen Ideen überzeugt. Ich habe jetzt schon mehr Gameplay in diesem Level als in den beiden Leveln davor. Muss man jetzt an der Stelle auch einfach... Wow, ich bin fast in dem drin gelandet. Muss man jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen, zack... Da habe ich 2 Schlüssel. Okay. Ah, man braucht auch 2. Alles klar. Zack, zack. Das ist auch schon mal nicht schlecht. So, ne? Und jetzt ein Checkpoint. Ja, ein Checkpoint. Wunderbar, Freunde. Läuft doch schon mal gar nicht schlecht. Und jetzt hüpfen wir hier wahrscheinlich die Eiszapfen nach oben, ne? Oh, die stürzen nicht mal ab. Aber ich springe einfach wie ein Vollidiot rein. So. So schwer ist es nicht. Die blaue Röhre ist unser Ready to go. Oh. Und jetzt geht's mit dem Kollegen hier weiter. Da muss ich einfach durchsprinten, oder? Ja. Und mich dann wahrscheinlich nochmal treffen lassen. Dann komme ich nämlich hier drüben raus. Und da kriege ich wieder diesen Shroom. Und mit dem haben wir auf jeden Fall schon mal gute Musik. Das feiere ich sehr. So, und dann geht's hier drüben lang. Das sieht wieder wie so eine Boss-Arena aus. Ja. Da unten chillt Wendy. Die mir jetzt erstmal hier schön auf die Schnauze gibt. Oh, Bruder, der Kampf ist übel. Der Kampf ist übel, aber ich glaube, man kann so ein bisschen dafür sorgen, dass die, glaube ich, auch auf die Fresse bekommt. Oder, ey! Okay, der Kampf da unten ist nicht ohne. Ich versuche jetzt mal wirklich hier so ein bisschen auch vielleicht gekonnt auszuweichen, aber sie ist tot. Okay, okay, okay. Und das ist das Ziel. Ja, ich habe am Anfang des Levels gesagt, ich hoffe auf eine 3 von 5. Ich meine, das war jetzt ein Level, was so ein bisschen eine Storyline... Was heißt Storyline hatte, ne? Es hatte was zu tun. Aber es war jetzt halt wirklich echt keine Offenbarung, ne? Ich gebe 2,5 von 5 Eiszapfen. Dafür wird dieser 20 Sekunden Speedrun. Der wird eine 5 von 5. Ich sehe super viele japanische Schriftzeichen, die ich nicht verstehe. Aber da ist eine 20 oben im Titel. Und der Typ ist jetzt komplett eskaliert und baut uns jetzt den krassesten Speedrun of all time. Ich bin tot. Hier rein. Bro. Bro, bro. Ist das so ein Kaiser-Speedrun? Nee, nee. Das Level ist zu schwer. Tut mir leid. Ich muss 20 Sekunden überleben. Ich schaffe nicht mal eine. Dann werde ich die anderen 19 Sekunden vermutlich auch nicht schaffen. Aber ich meine, es wäre bestimmt, wenn man es schafft, ein gutes Level. Hier ist ein 40 Sekunden Speedrun. Der kann mehr, Freunde. Ja, okay, aber es sind auf jeden Fall Sprünge, die man schaffen kann. So. Die Heaten. Alles klar. Wir haben den Anfang schon mal geschafft. Was hätte ich hier tun müssen? Was wäre hier des Rätsels Lösung gewesen? Ah, da sind unsichtbare Blöcke. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall Speed verloren. Dadurch schaffe ich es jetzt vom Zeitlichen nicht mehr. Oh mein Gott. Und dann muss man auf der Shell landen, die man da getreten hat. Wie cool ist das denn? So, genau. Und jetzt düsen wir hier hinterher. Oh, ganz knapp. Da bin ich einen Tick zu früh gesprungen. Bisschen später springen. So, später Absprung. Jawollo, Freunde. Wir sind am Start, okay? Und jetzt ist hier noch Highspeed jetzt angesagt. Nein!
Okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren. Aber hier ist das Ziel. Bruder. Was ist mit diesen... Also, wenn du einen 40-Sekunden-Speedrun machst, warum landest du dann bei 15 Sekunden übrig im Ziel? Dann mach doch wenigstens einen 30-Sekunden-Speedrun. Also, warum weißt du etwas als 40-Sekunden-epischer Speedrun aus, wenn es nur 25 Sekunden geht? Das ist... Wir haben das jetzt schon so häufig bei diesen Speedrun-Leveln gehabt. Ich verstehe den Sinn nicht. Ja, komm. 3,5 von 5 Stoppuhren. So, wir vertrauen jetzt auf die deutschen Freunde. New Dinosaur Island. Das scheint ein Level aus einer Superwelt zu sein. Tatsächlich sehr viele neu hochgeladene Level sind tatsächlich Superwelten-Level. Zumindest haben sie immer irgendeinen Level-Code. Ne, mit 1.4, 1.5, 2.3, 1-Boss, whatever. Also, ich habe das Gefühl, die meisten Level, die jetzt aktuell für Mario Maker 2 produziert werden, sind, glaube ich, wirklich für Superwelten. Also, ich habe das Gefühl, dieses Superwelten-Feature ist so beim Casual, wie soll ich sagen, beim Casual Mario Maker 2 Publikum, ne, die das Game vielleicht kaufen, die das vielleicht zum Geburtstag bekommen, die eine Switch zu Weihnachten bekommen. Ich habe das Gefühl, die bauen alle sehr, sehr gerne Superwelten. Das scheint aktuell noch das vermutlich am meisten genutzte Feature zu sein. Finde ich sehr interessant tatsächlich. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ne, weil es mir jetzt dann bald nicht mehr so gut geht. So, an den beiden düse ich einfach vorbei, an den Kollegen. Und ein Item wäre jetzt mal wieder schön, ja. Jetzt nicht von dem Schuss da getroffen werden, jetzt spawnt der Dude in mir. Okay, und wir nehmen jetzt hier das mit. Alles klar. So, da kommt nochmal ein Item. I like. Aha, aha, aha. Ja, sehr geil. Und da ist der Checkpoint. Also, schweres Level. Tatsächlich auch, ich finde es sehr schön gebaut. Gefällt mir. So, ich käme jetzt auf jeden Fall. Kommen da unten Items raus? Oder warum ist da eine Röhre? Ne, da kommen Bob-Oms raus. Warum kommen denn da Bob-Oms raus? Was haben die denn jetzt zu machen? So, aber es ist halt mal wieder ein Kampf, Freunde. Bei welchem man halt einfach eine Plattform hat. Also, wie gesagt, Koopaling-Fights, in welchen du eine erhöhte Plattform hast, sind halt absolut lächerlich. Weil du damit einfach dem Hauptangriffsfeature, welches sie haben, dem kannst du halt einfach ausweichen. Und das ist so ein bisschen so... Naja, ich finde es nicht so smart irgendwie. So, wir werden jetzt mit Geld belohnt. Und mit Runner-Pilzen. Und das... Was? Und wir exekutieren den Meister. Und das war doch jetzt ein richtig schönes Level, ne? 4,5 von 5 Larrys. Richtig gut. Und ich meine den Larry aus SpongeBob, nicht den aus Mario. So, Freunde, hier 10 Sekunden Speedrun. Ich hab's mit den Speedruns. Mal gucken, ob der wirklich 10 Sekunden dauert. Zumindest früher war es so, damals, ne? 2019, zu den guten alten Mario Maker 2 Zeiten, ne? Bruder, you fucking serious? Da war es so, dass ein Speedrun, so, da bist du dann wirklich so mit wenigen Sekunden übrig ins Ziel gekommen. Jetzt mal Retalk, was muss ich hier tun? Kann man wirklich eine 4-Block hohe Lücke überspringen? Ja, kann man. Ach du Scheiße, aber der ist ja mal übel asozial. Fuck it. Ganz ehrlich, das macht einfach keinen Spaß. Es ist einfach, yo, mach mal 3 Pixel-Perfect-Jumps hintereinander, so cool. Ich hab's jetzt 52 Mal probiert. Nee, sorry. Das ist einfach nicht das, was mir... dafür spiele ich kein Mario Maker. Man merkt auf jeden Fall, dass ich vormittags aufnehme. Es sind quasi nur Japaner, die gerade hochladen, weil bei denen gerade Feierabend ist. Und dementsprechend halt auch die japanische Levelkultur, die halt, ne? Eigen ist. Das sieht nach einem P-Switch-Run aus. Habe ich Bock zu, wenn es das ist, was ich denke. Oder nee, sammle 136 Münzen. Ist es kein P-Switch-Run? Wir gucken mal. Oh, boy. Okay, es ist einfach schon wieder ein geisteskranker Speedrun. Okay. Aber, wir haben, okay. Wir haben kein Zeitlimit. Und es ist irgendwie ein Wunder, tatsächlich, dass ich, noch lebe. Tatsächlich. Und mir fehlen 3 Münzen. Wo fehlen mir denn jetzt 3 Münzen? So, jetzt habe ich den Powerstern und jetzt habe ich auch jede Münze. Und deswegen haben wir jetzt auch schon die Zielbedingungen, Freunde. Na, so muss das. So, dann wirst du hier aktiviert und zack, haben wir es. Ey, man merkt so krass, welche Art von Level Japaner bauen und welche Art von Level Europäer bzw. Deutsche bauen. Das ist so heftig. Level war aber cool. Deswegen gebe ich 4 von 5.
Powerstern. So, und das hier ist jetzt ein Level, da kommen einfach nur tausende Bonsai-Bills aus dem Boden. Habe ich Bock. Will ich wissen, ob was es da geht. Okay. Ich muss da einfach nur schnell drüber kommen, oder was? Und wahrscheinlich muss ich mich da einfach nur beeilen. Okay. Das ist das. Ich sag's euch, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Die Japaner ticken, was Mario Maker angeht, ganz anders als wir Deutschen. Cool. Beeindruckend. Japaner! Japaner! Aoi mit seinem Level Onisumaiwa no Sindori. Überzeugt mich, Bruder. Überzeugt mich, dass ihr da drüben gute Level bauen könnt. Geil! Nee, das ist... Danke! Das ist mein Lieblingslevel. Selbst in Japan gibt's die kleinen Timmys, Freunde. Geiles Level. Brutal. Selten so ein nices Level gespielt. Krass. 0 von 5. Weiter geht's. C und A. Ich wusste gar nicht, dass es in Japan auch Klamottenläden gibt, die Level bauen. Ich bin gespannt. C und A. Zeig mir gute japanische Level. Beeindruckend. Absolut beeindruckend. 0 von 5. Weiter geht's. So. Meister. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das jetzt hier für ein brutales Level wird. Ich meine, immerhin hat es einen, sag ich mal, einen nachvollziehbaren Levelverlauf, ne? Das ist auch schon mal was. Das scheint ein bisschen wie so eine Art Höhle zu sein. Wirkt auch definitiv wie ein Superwelten-Level. Also 1-2-mäßig. Aber man kriegt irgendwie keine Items hier, ne? Oh, okay, Checkpoint-Flagge. Viele Ranken, Röhren. Hey, hey, Item, was geht? So, und die rote Röhre da oben sieht natürlich sehr sass aus, ne? Sehr schön, ja. Ah, man wird hier belohnt. Let's go. Ja, das ist sowas von ein Superwelten-Level. Ganz, ganz safe. Wir haben sowas wie Starcoins, ne? Hier sogar versteckte kleine Secrets. Alles drum und dran. Doch, das wirkt sehr superweltmäßig. Und ja, das war's doch schon. Aber es war okay. Es war okay. Es war definitiv nicht mies. Ein ganz, ganz normales Standard-Level. 3 von 5 Monty-Maulwürfe. Und jetzt, Freunde, passt auf. Das nächste Level wird sowas von eine 5 von 5. Safe. Safe. Wir schauen es uns gar nicht auf dem Thumbnail an. Wir lassen das Thumbnail... Okay, es hat geladen. Das ist die 5 von 5. So. Was ist diese? Okay. Wir düsen hier oben lang. Naja, das Level wirkt auf jeden Fall so, als ob es einen richtig intelligenten Levelaufbau hat. 0 von 5. Und wenn ihr jetzt aber Level sehen wollt, die nicht nur 0 von 5 sind, dann ist hier oben eine neue 0% Level-Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.